Liebe Freundinnen und Freunde, ich bewerbe mich auf Platz 4 der Landesliste. Ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, dass wir nach 16 Jahren wieder einen mutigen Aufbruch wagen. Wir stehen vor einer historischen Entscheidung. Zum ersten Mal tritt eine amtierende Bundeskanzlerin, ein amtierender Bundeskanzler nicht wieder an. Zum ersten Mal heißt die Entscheidung nicht Schwarz gegen Rot, sondern Grün oder Schwarz. Und zum ersten Mal kandidiert mit Annalena Baerbock eine Grüne als Kanzlerkandidatin. Grün oder Schwarz, das sind die Alternativen. Schwarz und Rot hat für sich in Anspruch genommen, Maß und Mitte zu sein. In Wirklichkeit war es immer zu wenig beim Klimaschutz oder zu spät, etwa bei den Hilfen in der Corona-Krise. Die Novemberhilfen kamen im Februar. Nur Weil und Althusmann waren noch langsamer als Peter Altmaier. Hier in Niedersachsen war dann Ostern erst Advent. Wir Grüne wissen, wollen wir die Zukunft unserer Kinder sichern, dann müssen wir dieses Land verändern. Wir müssen klimaneutral werden, wir müssen fairer und gerechter werden. Nur Veränderung schafft Sicherheit. Die Schwarzen, sie träumen stattdessen davon, zurück in die Vergangenheit zu gehen. Friedrich Merz hält sich für emanzipiert, weil er verheiratet ist, so hat er das gesagt. Das ist nicht mal Sauerland, das ist 90er. Manche in der Union wollen sogar noch weiter zurück. Hans-Georg Maaßen schreibt, die Grünen seien Ökosozialisten. Er warnt vor einer Verschwörung unter Führung des Weltwirtschaftsforums und der Globalisten. Das ist nichts anderes als das neurechte Gerede von der angeblichen jüdischen Weltverschwörung. Das ist antisemitisches Gequatsche. Und ich glaube, Armin Laschet, dass Antisemitismus in der CDU keinen Platz hat. Aber warum darf dann ein Maaßen für die CDU kandidieren? Haben die Unionisten nichts aus dem Fall Orban gelernt? Die Corona-Krise hat schonungslos aufgezeigt, was wir an Defiziten haben in dieser Gesellschaft. Fehlende Digitalisierung. Sie hat die Ungleichheit vergrößert. Menschen in prekären Lebensverhältnissen, die, die auf der Meierwerft oder bei Wiesenhof schuften mussten, die, die in Göttingen beispielsweise in der Groner Landstraße wohnen müssen, sie erkrankten schwerer, sie erkrankten öfter, sie starben häufiger. Kinder, ihre Kinder wurden mehr aus Bildung ausgeschlossen. Wenn wir die Corona-Krise überwinden wollen, dann müssen wir Ungleichheit endlich angehen. Dazu gehört ein höherer Mindestlohn von 12 Euro. Dazu gehört eine sanktionsfreie Grundsicherung. Dazu gehören mehr Stellen in der Pflege. Dazu gehört eine Steuerreform mit Entlastung unterer und mittlerer Einkommen. Dazu gehört auch eine Vermögensteuer für das obere 1% der Bevölkerung. Aber vor allen Dingen gehören dazu Investitionen in Klimaschutz, in Bildung, in Infrastruktur. Dafür wollen wir die nächste Dekade jedes Jahr 10 Jahren jedes Jahr 50 Milliarden investieren. Wir wollen einen Green Deal für Deutschland, für Europa. Wir wollen den gleichen Weg gehen, den Joe Biden in den USA geht. Wir sagen, aus der Krise hilft nur Grün. 16 Jahre Merkel, das ist 16 Jahre Stillstand in der Klimapolitik gewesen. Merkels Willfährigkeit gegenüber der Automobilindustrie, die hat nicht nur die Klimakrise verschärft, sondern sie hat unserer Autoindustrie einen 10-Jahres-Rückstand in der Wettbewerb um die Märkte gebracht. Das vernichtendste Urteil über Merkels Klimapolitik hat das Bundesverfassungsgericht gefällt. Ungenügender Klimaschutz verletzt die Grundrechte von künftigen Generationen auf diesem Globus. Wir Grünen wollen, dass Deutschland endlich auf den 1,5-Grad-Pfad kommt. Wir wissen, was das heißt. Das wird anstrengend. Aber ehrlich gesagt, einer muss es ja machen. Andere als uns werden es nicht machen. Wir machen Deutschland klimaneutral. Wir sorgen für einen wirksamen CO2-Preis, aber wir geben die Einnahmen daraus als Energiegeld pro Kopf an die Bürgerinnen und Bürger zurück. So werden die Lasten der Umstellung fair und gerecht verteilt. Wir wissen, was wir machen müssen. Wir müssen in den nächsten 10 Jahren
doppelt so viele Windräder und Photovoltaikanlagen ans Netz bringen wie in den vergangenen 20 Jahren. Wir müssen unsere Stahlindustrie von Kohlenstoff auf grünen Wasserstoff umstellen. Wir wollen das Ende des fossilen Verbrennungsmotors vor 2030 und sämtlicher fossiler Anlagen vor 2045. Klima, 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 das gibt es nur mit Grün. Dafür muss Annalena Kanzlerin werden. Dafür streiken wir gemeinsam und geschlossen. Dafür möchte ich meinen Beitrag leisten. Und ich finde, dafür ist alles drin. Vielen Dank.